Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Happy Wheels. Ich bin heute so ziemlich stark im Stress, liegt aber nur daran, dass ich faul bin und nicht irgendwie das Praktikum die Schuld daran trägt, weil ich habe ja darüber gesprochen, dass es diese Woche sehr kritisch sein wird wegen dem Praktikum und so, weil ich dachte, ich werde wahrscheinlich 8 Stunden arbeiten, irgendwie von 8 bis 16 Uhr oder sowas, und dann wird es halt sehr schwer mit den Happy Wheels Folgen und sonst den anderen Dingen auch noch. Wir spielen hier nebenbei einfach Bottle Run, ne? Und ja, ich dachte natürlich, das wird schwer. Ich werde das nicht schaffen. Slow. Ey, das hatten wir doch, das hatten wir. Jetzt wieder rückwärts. Hä, das ist immer noch drin, obwohl ich eine Woche jetzt nicht mehr gespielt hatte. Egal, auf jeden Fall. War das jetzt ein bisschen komisch, egal. So, was meinte ich jetzt? Ich habe den Faden verloren. Ich habe wirklich den Faden verloren. Ja, dass es diese Woche halt kritisch wird, ne? Habe ich gesagt? Oder glaube ich, habe ich gesagt? Habe ich das gesagt? Ja, habe ich. Wir sind total gefallen. So, ich habe gesagt, es wird diese Woche kritisch, weil ich wahrscheinlich lange Praktikumszeiten haben werde. So. Ja, genau das habe ich gesagt. Und, dem ist nicht so, weil ich habe nur von 13 bis... Ja, was sage ich, 13 bis... ich habe nur von 8 bis 13 Uhr. Und das ist so ziemlich entspannt, könnte ich so sagen. Ich bin jetzt sehr zufrieden damit. Dass ich jetzt hier aber feststecke nicht... Ah, komm schon! Können rutschen. Können rutschen, oder? Können rutschen? Wir kommen doch weg, oder? Oh Mann! Ey, das gibt's nicht. So was hasse ich an Bugs, ne? Ich hasse das an Bugs. Auf jeden Fall habe ich damit sogar mehr Zeit, als wenn ich zur Schule gehen würde. Und das heißt, es sollte problemlos weitergehen, solange mir die Idee nicht ausgehen. Aber das sollte jetzt erstmal nicht der Fall sein. Ich habe irgendwie Angst. Aber das ohne sonst. Auf jeden Fall werde ich heute, weil ich gestern zu faul war aufzunehmen und ich habe viel mehr in Dominate und, ja, ich habe gestern nur Dominate und auf meinem Plex-Server gespielt, um diese ganzen Punkte zu sammeln. Und dabei habe ich vergessen, dass ich ein paar Episoden aufnehmen muss im Voraus. Nee, deswegen werden heute 2 aktuelle Folgen rauskommen. Also, erstmal diese aktuelle Happy Wheels-Folge. Und diesmal nicht um 15 Uhr oder um den D 15 Uhr, sondern diese wird um 13.36 Uhr aufgenommen. Ja. Ich glaube, Homeland gleich danach. Muss ich dann noch alles rendern, schneiden, hochladen und so weiter. Aber das schaffen wir heute noch, falls da nicht irgendwie Renderfehler sein sollten. Hier steht ganz viel Zeug. Ich fahre einfach dann vorbei, weil ich viel zu faul bin, den ganzen Deck zu lesen. Aber ich glaube, das ist der Sinn und Zweck dieses Levels, aber... Ja, ne? Okay, wir fahren weiter. Ja, okay. Ne, wir fahren weiter. Auf jeden Fall wird das heute ein stressiger Tag für mich. Das wollte ich einfach nur mal klarstellen. So. Und nachher erzähle ich auch noch euch ein bisschen vom Praktikum, aber weil ich heute halt 2 aktuelle Parts rausbringen möchte, werde ich das im Homeland-Part erwähnen. Der kommt natürlich um 20 Uhr, ne? So, nur so, damit ihr Bescheid wisst. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Homeland nicht guckt. Aber es gucken möchte und er weiß nicht, wann es läuft und ich sage, heute um 20 Uhr. Wenn ihr natürlich gar nichts mehr von mir verpassen wollt, ne, müsst ihr mir nur ein Abo verpassen und dann verpasst ihr nichts mehr. So, jetzt fangen wir wieder an mit Rope Swing. Aber man startet natürlich richtig bekloppt. So, und ich war am Überlegen, ob ich mir das Spiel Outer Kingdom holen soll. Outer Kingdom ist ein... MMORPG, falls ich das... Okay. Das kann natürlich passieren, falls ich das richtig gesehen habe, ist glaube ich mein Kopf und meine Beine sind auch irgendwie abgefallen bei einer Position, wo man eigentlich abgefangen werden sollte. Aber das war halt nicht der Fall, ne? Wir sind direkt beim Start gestorben. Nee, das, ich sehe das nicht ein. Wie soll ich das greifen? Sagt es mir! Ja, der Mann fällt da durch. Man fällt einfach durch. Hier, man dreht sich. Mein Arm fällt ab. Jetzt ist bestimmt noch irgendwie mein Bein abgefallen.
Und jetzt bin ich total im Arsch und komme nicht mehr da dran. Dieser Map-Ersteller wollte eine sehr coole Rope Swing-Karte machen. Aber dann hat er nicht gemerkt, dass diese Scheiße total verbuggt ist. Und mir überall jederzeit der Kopf abfällt. Egal, jetzt fliegen wir eigentlich gut. Nein! Oh, ja. Oh ja, jetzt kommen wir weiter. Und, wir sind zu weit geflogen, aber egal. Nein! Sind wir nicht, aber meine Beine sind weg. Oh yeah. Oh. Yay! Wir fahren mit einem geilen Auto und wir killen die Timmys. Nein, ich will es nicht schaffen. Scheiße. Ich konnte es nicht mehr aufhalten. Also, die Idee hinter diesem Rope Swing war also ziemlich cool, ne? Aber der Anfang war ein bisschen verbuggt. Aber sonst, okay, ich darf nicht so kritisch sein. Das Level war cool, ja? Da waren gute Ideen bei. Und ein Jetrun, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Habe ich das überhaupt schon mal in meinen Videos gespielt? Ach mein Gott. Oh mein Gott. Heute fällt mir immer nur der Kopf ab. Gut. So, jetzt gehen wir zu Pro. Oh. Nein. Wow. Alter. Und wir fetzen euch weg. Easy. Hä, aber Jetrun finde ich gerade irgendwie cool. Wann habe ich das letzte Mal Jetrun gespielt? Block Run 2. Oh, ich dachte gerade Bottle Run. Egal. Spielen wir. Oh, Timmy ist tot. Oh, wow. Das ist ja wie Bottle Run. Aber es ist Block Run. Alter. Nein, das ist gar nicht so wie Bottle Run. Alter. Ich musste die richtige Taktik. Alter, wie eklig das ist. Alter. Hä, hey, gibt's da irgendwie eine Taktik? Ich glaube, man muss gerade. Oh, das ist so eklig, ne, mit Timmy. Ich glaube, man muss einfach gerade bleiben. Alter, jedes Mal sieht man da seine Lunge. Man muss einfach so tun, als ob man normal drauf hadern würde, ja? Mann! Ich muss eins sagen, Blockrun ist schwer. Blockrun ist wirklich schwer. Und ich will auch demnächst oder am Wochenende kommt wieder wahrscheinlich ein Dead Show. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Dead Show kommt, aber ich will ein Dead Show rausbringen. Aber. Na, ich glaube, es kommt dieses Wochenende keins. Ich glaube, es kommt keins. Es war jetzt voll dumm, dass ich das angekündigt habe, aber ich glaube, es kommt keins. Richtig dumm, Alter. Hä, ich will das schaffen! Alter, jedes Mal sieht man seine verdammte Lunge. Nein, das sah doch so gut aus. Das gibt's doch nicht. Wie hat sich der Typ das eigentlich vorgestellt, wie man das schafft? Alter, nein. Ich dachte voll easy going, nee. Wow. Nein! Schaffen wir das? Nein. Oh, was hatte ich da eigentlich für eine Hoffnung? Nach einem Salto kann das doch nicht mehr laufen. Alter, wie bin ich da bitte gefahren? Nein. Wir müssen diese Taktik vom Bottle Run anwenden, dass wir mit dem hinteren Rad immer fahren. Seht ihr? Dann geht das schon auf. Wir haben es zwar geschafft. Aber ich weiß echt nicht wie. Gibt es eine Möglichkeit auf Timmy zu wechseln? Wie geht das? Shift. Set. Ich weiß es nicht. Wenn jemand weiß, wie man auf Timmy wechselt, mit welcher Taste das funktioniert, schreibt mir das bitte in die Kommentare.
Escape this box. Nein, 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 nein. Genau sowas kann ich null. Gut. Hier gibt's auch schon Level, die wir alle hatten. Bottle Run plus 3. Okay. Break your glass. Okay, okay. Hä, war das jetzt Bottle Run oder Glass Break? Egal. Hä, das war... Bin ich gerade behindert? Das war doch Bottle Run, oder? Ich dachte, das wäre Bottle Run plus 3. War es Ice Break plus 3? Wurden wir hier verarscht? Ich hasse Glass Break. Ich sag nur meine 12. Folge oder so war das. Alter. Der Anfang hat mich umgebracht, ja? Hä? So, okay. Da habe ich das auch nochmal mit dem Thema und meiner Klasse angesprochen. Dass sie mich jedes Mal ankosten, dass sie mich fragen. Okay, zurzeit ist das nicht mehr das Problem, weil wir im Praktikum sind. Aber das Praktikum ist ja erst später ein Thema. In der Homeland-Folge. Ich hoffe, ich vergesse das dann nicht so. Nein, nein! Es sieht so aus, als ich sterben werde. Sieht so aus, als ob ich sterben werde. Nein! Nein! Oh, oh, that move! Oh yeah. Alter, das sieht gerade richtig... Lasst euch das erstmal verinnerlichen. Guckt die Hände an und guckt mal, von wo sie ausgehen. Was könnte das nur sein? Oh ja, er liegt auch schon so schön. Oh, er wird größer. Okay, ich sag dir aber nichts mehr. Hä? Was ist das? Das sieht ja richtig eklig aus. Wieso hängen beide Arme aneinander eigentlich? Ich habe nicht einen Arm an meinem Körper. Das ist jetzt Bottle Break oder was? Mich verarschen? Ich dachte, das wäre ein Bottle Run. Nee, ich glaube, wir wurden verarscht. Ich kann eigentlich meinen Kopf aufhören. Ich will es nicht testen. So. Alter. Solche Level haben doch echt keinen Sinn. Das ist doch nur Zeitvertreib. Boah. Nice, you have level 3 overcome. Bottle fall. Oh. Okay. Wir leben aber noch. Keine Ahnung weshalb, aber wir leben noch. Wir haben noch ein Bein. Sag mir bitte, wie wir ins Ziel gekommen sind, Alter. Wir waren total nicht misshandelt, sondern total entstellt, ja. Zu Sword Run Pro. So. Oh, wir dürfen uns jetzt zum ersten Mal in der Folge einen Charakter auswählen. Mhm. Okay. Was ist jetzt da dann? Hä? Ist er? Oh mein Gott. Wieso soll man da Pro sein? Da muss man doch nur nach vorne drücken. Okay, hier wurden wir verarscht. Das siehst du jetzt. Hä? Sword Run Pro. Nach vorne drücken und diese eine Fake... Okay, die eine Fake-Stelle, die es da gab, die hat mich umgebracht. Aber mehr war das auch nicht. Naja, egal. Ich sag dann nochmal zum Abschluss der heutigen Happy Wheels-Folge. Spielen wir dieses Rope Swing Yellow. Und ich muss sagen, ich finde, das sieht cool aus mit den Farben. Das sieht cool aus. Schwarzer Hintergrund ist zwar Standard, aber es passt zu dem gelben Hintergrund. Hier ist wunderschön. Es gibt natürlich geilere, diese knalligen bunten, aber das ist nicht schön, sondern das hat so einen besonderen Stil. Ihr wisst ja, ich sage sehr gerne Stil anstatt Stil, weil Stil ist irgendwie so Mainstream und es ist doch richtig deutsch, wenn man Stil sagt, ja? Das ist doch richtig, richtig deutsch. Ja, der Stil. Auf jeden Fall werden wir jetzt nach vorne gebracht. Und nein, nein, nein! Beide Arme werden da erstmal so richtig eklig mit den Adern langgezogen, ey. Oh, ich denke dann, ich persönlich denke dann immer an Spaghetti. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Aber bei mir sieht's so aus. Oh Mann. So. Da kommen wir einfach nicht richtig rein. Oh Mann.
Diese abschließende Folge geht mir noch auf den Sack. Letzter Versuch. Das wird man echt nicht... Da, niemand kann mir sagen, dass das ein richtiger Versuch war. Das war auch kein richtiger Versuch. Das war auch kein richtiger Versuch. Das war auch kein richtiger Versuch. So. Alter! Ja, geil, nee, okay. Das war ein richtiger Versuch, auf jeden Fall. Und damit würde ich auch mal sagen, das war's mit der heutigen Happy Wheels Episode. Und wir sehen uns heute später wieder beim Homeland Part. Dann würde ich mal sagen, tschüss und reingehauen.